Und damit herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. So, es geht weiter. Nachdem wir das letzte Mal einen wirklich epischen Koloss erlebt haben. Irgendwie ruckelt mein Bild, kommt mir so vor, so ganz leicht, oder? Irgendwie ist es heute nicht so flüssig. Naja, mal abwarten. Was mache ich am Arsch des Pferdes? Ich würde gern da drauf. Hallo. Ach komm, wir gehen einfach auf eine gerade Ebene, dann klappt es vielleicht eher. Kann ja schon mal gucken, wo der nächste Koloss ist. Ja, nachdem wir den epischen hatten, bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Der Beschreibung zufolge klingt es ja schon mal ein bisschen strange. Aha, schaut mal, ich glaube, wir müssen zur Todeswolke. So, habe ich jetzt die Chance, dich zu besteigen? Jawohl, ja, geht doch. Okay. Mein getreues Getier, dann lasset uns aufbrechen zu Koloss Nummer 14. Der drittletzte Mensch. Ah, fast schon traurig, ne? 3 Wochen haben wir noch von dem Spiel, dann ist definitiv fertig. Ja, ich glaube, ich muss erst wieder darüber und dann kann ich zur Todeswolke. Langsam sollte ich es auch wissen. Aber gut. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es heute ein bisschen rumruckelt. Habe ich noch irgendwas am Laufen? Muss ich glatt mal nachgucken. Naja, gehen wir erstmal darüber. So, heute werden wir uns auch nicht großartig mit Vierlefanz aufhalten. Denn ich bin guter Dinge, beziehungsweise ich befürchte, dass der nächste Koloss auch wieder mal ein harter Brocken wird. Nachdem es vorhin ja noch, also beim letzten doch noch ein bisschen gemächlich zuging, muss man wieder zugeben, ne? Naja, mal abwarten. Erstmal finden, das ist ja immer die große Kunst, den Koloss finden. So, wie sieht's denn aus? Bin ich hier, ist es richtig oder... Ah, ja, da ist ja meine Todeswolke. Super, erstmal um sich komplett gedreht hier. So. Oh je, ich will da gar nicht nochmal hin, oder? Geht's wirklich da rein oder vielleicht weiter links? Könnte auch wieder links eher gehen. Naja, erstmal zusteuern. Ich mag das Gebiet irgendwie nicht. Das ist mir so... Keine Ahnung. Muss an der Todeswolke liegen. Naja, mal gucken, wo es uns genauer hinführt. Bei diesen Geysieren oder was das war. Wird ja jetzt nichts mehr sein. Und dann sind wir gleich danach, hatten wir einen Koloss weiter links. Ach komm, spring doch da runter, wie so, so richtig elegant und so. Aber nee. Na gut, jetzt sind wir näher, mal gucken. Ja. Okay, könnte auch wieder nebenan sein. Da war nämlich ein relativ großes Gebiet, da könnte ich mir gut vorstellen, dass man da nochmal zu einem anderen Koloss abbiegen kann. Ach Mann, jetzt geh doch... Spring doch über das Ding, was... Ach, Pferd, weißt du. Das war eine langweilige Eidechse. Ich vermute einfach mal, dass wir hier weiter müssen. Ich will nicht in das blöde Gebiet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch einer haust. Oh, Pferd. Schneller. Mensch. Wegen dir müssen wir einen Stundenparts machen. Nur wegen dir, Pferd. So. Und jetzt, jetzt weiß ich nicht, wohin. Ich denke mal... Ja, ja, also eher rechts halten. Definitiv. Mal schauen. So. Das letzte Mal wurde mir auch wieder erzählt, wie ich eine Rolle zu tun habe. Das werde ich dann später gleich mal ausprobieren. Habe ich total vergessen, ne? Wie sieht's denn hier aus? Das sieht gut aus, oder? Ich glaube, ich bin goldrichtig. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich jetzt da hoch soll oder da runter. Ich bleib mal unten, weil es hieß ja von wegen Kanal und so. Das klingt ja irgendwie wieder so ein bisschen unterirdisch. Mal schauen. Oh Gott, jetzt hat... diese seltsame... Grafikbug hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Oh Mann. So, ich hoffe, ich bin richtig. Keine Ahnung. Einfach mal weiter. Wenn nicht, dann schauen wir uns halt die Gegend ein bisschen an. Ich habe jetzt auch irgendwie so leichte Angst, dass... Sieht aber interessant aus. Ich glaube, ich bin hier falsch, aber es sieht...
Obwohl, ich glaube, ich soll da weiter. Aber was ist denn hier? Moment, gehen wir mal angucken. Das sieht ja schon interessant aus. Ich habe auch leichte Angst, dass irgendwann diese Reiter auf einmal mir begegnen und mich töten wollen oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich da das Spiel richtig einschätze. Oder ob die nur in Zwischensequenzen kommen. Keine Ahnung. Ja, schade. Ich würde mich hier gerne umgucken, aber es ist der falsche Weg. Deswegen, ich glaube, ich muss hier weiter. Wenn überhaupt. Und wenn nicht, dann haben wir wenigstens mal wieder ein schönes Fleckchen erkundet, das ich wahrscheinlich vor zig Parts schon mal erkundet habe und es bereits wieder vergessen habe. Das wäre so typisch für mich. Naja, ich weiß es nicht. Ich weiß nur... Ja. Sieht eigentlich relativ korrekt aus. Vielleicht ein bisschen Tick mehr nach links halten. Da ist aber nix. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Also erstmal hier weiter tippeln. Hallo, ja, komm, ich steig wieder auf, sonst dauert das ja ewig. Hallo, Pferd. Ah, ich finde diese dunklen Flecken im Held, die werden immer eindeutiger. Das ist sehr beunruhigend. Naja. Ich sehe das Drama schon kommen. Hätte er sich vielleicht noch besser überlegen sollen, aber na gut. Können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Weiter geht's. Ich hoffe wirklich, ich bin richtig. Aber ich denk's doch mal. So, jetzt machen wir auch eine gewünschte Linkseinbiegung. Dann bin ich ja wieder komplett auf dem richtigen Wege. Was ist das hier jetzt? Der Anfang einer Brücke oder was? Mal schauen. Was sind das für... Hey, auf jeden Fall kommt es mir sehr neuartig vor, wo wir gerade rumrennen. Ich müsste mich immer noch weiter links halten, laut der Karte. Aber die machen das ja nicht ohne Grund. Also, ich denke, wir sind richtig. Sieht ja cool aus hier. Diesen Weg. So, wo jetzt lang? Links, hoffe ich. Yay! Oh, das sieht aber goldrichtig aus. Jetzt geht's ab in eine Höhle mal wieder. Sehr schön. Komm mit, Pferd. Komm mit. So. Ui, hier ist aber schön. Oh, und es ist wieder ein... Also wenn wir hier richtig sind, dann wird es wieder ein Koloss sein, wo wir unser Pferd nicht benutzen dürfen. Aber schön hier. Wow. Naja. Mal abwarten. Jetzt erst einmal an Land und dann das Schwert nochmal fragen, wie es aussieht. Ja, also wenn wir da nicht richtig sind, dann weiß ich auch nicht. Weiter geht's. So, ja, da kommt er hoch. Das sollte ja kein Problem sein. Ja, straight forward zum Boss, aber trotzdem schon 10 Minuten verballert. Das war ein relativ weiter Weg. Ich hätte eigentlich speichern sollen. Ich glaube, Miss Theresia hat gemeint, dass das der schwerste Boss ist, der jetzt kommt. Na, gibt's irgendjemand unter euch, der den nächsten am allerschwersten empfand? Naja, aber jeder hat da natürlich seine anderen, eigenen Stärken und Schwächen bei den jeweiligen Kolossen. Die einen tun sich bei dem einen leichter, die anderen eben nicht. Und ich bin gespannt, wie der für mich wird. In dieser... Ja, Ruine. Sieht ja sehr interessant aus. Okay. Allein die Einblendung sagt uns natürlich, dass wir hier richtig sind. Was lass mich einfach fallen. Ja, das meine ich ernst, Held. Guck, wie wenig dir das ausmacht. Du hast ja Beine aus Stahl. Daher verzeih mir diese Entscheidung. Ist schon regeneriert. So, ui, das ist ganz schön eng. Da wird kein Koloss der Welt durchkommen. Okay, vielleicht auch wichtig zu wissen, wenn ich mal fliehen muss. Ah ja, Kanal, ja. Oh, da stelle ich mir jetzt sowas richtig Kleines, Wildes vor, das mich im Kanal hetzt, verfolgt. Vielleicht eine Schlange oder so. Oder eine fette Ratte. Ich weiß gar nicht, ob ich da hoch soll oder da lang weiter. Ne, da ist Wasser. Da will ich nicht hin.
ja schon fast was. Ein bisschen was von Kanalisation, nur ein bisschen. Oh. Okay, ich hab's befürchtet. Es ist zwar keine Kanalratte, aber es ist dafür so eine Art Kanalwildschwein und die scheint Das Ding scheint sehr schnell unterwegs zu sein. Vielleicht ganz gut, dass es mich gerade nicht sieht. Ich muss mir erstmal die Umgebung checken. Eieiei, da macht es ja kaputt. Moment. Warte mal, kann ich da hoch? Ah, shit. Das war schlecht. Ich will auf jeden Fall irgendwo mal hoch. Warte mal. Ah, nee, da komme ich nicht ran, aber ich suche mal eine andere Stelle. Lululu. Erstmal irgendwo hoch und dann. Nee, da komme ich auch nicht hoch. Ah, weil das ist überall gepanzert, wenn ich das richtig sehe. Also. Ich muss ihn wahrscheinlich wieder. So wie der letzte Flinke-Boss. Erstmal irgendwie. Ja, wieder. Ja, Feuer wird es ja nicht geben, aber ihn vielleicht wieder zum Fall bringen oder so ähnlich. Wow! Was machst du hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, der ist ganz schön schnell unterwegs. Hab, steh auf, hält. Steh auf. Ah, der guckt mich an und macht mir weh. Jetzt steh auf. Oh, 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 was blinkt? Achso, ich hab. Ja, in seinem Inneren. Alter! Ich kann hier nichts machen. Toll. Ich glaube, ich sterb jetzt. Wenn er nicht aufsteht. Ich bin gleich tot, Mann. Oh, weg da! Nein, nein, nein! Oh Gott, ich bin das erste Mal tot. Nein, ich lebe noch. Hält! Geht's um alles, du Idiot, steh auf, geh in die Nische rein und hoffe, dass er dir nicht wehtut! Oh, shit, ey, unser erster Tod. Oh, Mann, das Spiel ist vorbei. Unser erstes Game Over. Oh, nein, und ich hab davor keinen. Genau, das war meine Befürchtung. Ach, wie geil, es gibt ja ganz süße Continues in dem Spiel. Ich dachte, ich muss den ganzen Weg jetzt latschen. Oh, wie schön, das ist ja toll. Puh, jetzt bin ich erleichtert. Okay. Ich muss... Das ist ja die eine Stelle, da müsste ich eigentlich hochkommen. Das war die Stelle da. Lass mal wieder darüber. Und jetzt da hoch. Und jetzt da. So, und jetzt bevor er noch angedackelt kommt. Komm. Ja. Okay, das ist schon mal gut. Jetzt bin ich hier. So, und was mache ich jetzt? Jetzt gucke ich mir das erstmal in Ruhe an. Dieses Vieh. Jetzt erstmal den Bogen rausholen. Das Vieh anvisieren und angucken. Hallo? Wo bist du schon wieder? Ah, da, okay. Nee, schaut's euch an, das ist... machst du... Du springst jetzt nicht hier hoch. Okay. Nee, also, das ist überall gepanzert. Jetzt ist es eindeutig. Es hat zwar so... Wow, Oh, Junge. Okay, warte mal. Kann ja hier weitermachen. Okay, vielleicht muss ich hier irgendwie einen Stein runterfallen lassen oder sonst irgendwie was auf ihn drauf. Oh, nein. Das war scheiße. Zu der Stelle, wo ich vorhin war. Da, da sind wir ja schon. Oder da runter? Was soll, was sollte mir das bringen? Da verfolgt er mich. Ich gucke mir erstmal die Sache da oben an. Dass die da die ganzen Stelzen haben zum... zum Laufen. Das muss ja einen Grund haben, oder? Schnell hoch. Geh hoch. Oh Gott. So. Und daran? Gut. So. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Jetzt werden... Schöner Sprung darauf. Ja, wunderbar. Okay. Da kann man eindeutig klettern. Bin ich mal gespannt. Was bringt mir das? Ist da oben ein Stein? Nein, das ist kein Stein. Das ist eine tolle Aussicht. Junge! Alter, ist aggressiv. So. Kann ich hier was abschießen oder so? Irgendwas zu Fall bringen? Irgendetwas... Muss doch, oder kann ich von hier aus weiterspringen irgendwo drauf? Nee. Das ist eigentlich sinnlos gerade, was ich hier mache. Ja, hier ist nichts. Okay, was macht mein Freund gerade? Vielleicht muss ich mich auf ihn konzentrieren. Ich sehe ihn jetzt gerade gar nicht. Ist, ah, da, okay. Hier. Was machst du da? Vielleicht sollte ich einen Vieh sacken. Ich treffe ihn aber gar nicht. Geh mal ein bisschen davon weg, damit ich... Wow! Was machst du jetzt? Hallo.
Jetzt hat er ihn gepiekt. So, und jetzt? Jetzt ist er pissy und wird mich totrempeln. Ich duck mich schon mal. Er weiß doch, wo ich bin, oder? Wow. Oh, okay. Cool. Oh Gott, muss ich springen jetzt, oder? Nee. Okay, 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 warte mal. Okay, jetzt haben wir das kaputt gemacht. Jetzt kommen wir hier hoch, oder? Aha. Okay, ich mach das Spielchen jetzt einfach mal mit, bis es aufhört. Das hat ja alles bestimmt seinen Grund, dass wir hier... Vielleicht müssen wir alle Säulen kaputt machen. Und dann, keine Ahnung. Oh Gott, das ist aber noch eine Menge. Leute, muss ich... Eieiei. Vor allem, was bringt es mir? Na gut, ich werde es vielleicht noch erfahren. Oh, okay. Okay. Wenn der mich nicht runterpfeffert, ist ja alles in bester Ordnung. Also mit dem in den Nahkampf, das ist das absolut Tödlichste. Yo, yo, yo. Ganz ruhig, so. Okay, und jetzt ihn wieder ärgern. Wenn er nicht eh noch... Oh, ich glaube, er ist eh noch sauer. Ah, jetzt fall doch nicht gleich automatisch rum. Jetzt warte mal, jetzt wird er mich wahrscheinlich wieder anrempeln. Oh, diesmal gibt es keine Zwischensequenz. Muss ich springen? Oh! Okay, alles cool, alles cool. Ich hoffe, ich komme jetzt da noch hoch. Schnell. Oh Gott, steh sofort auf. Das Tier kommt. Ich höre es. Oh Gott, oh Gott. Okay, okay. Also ich muss nicht im Fall springen. Das wäre ja noch... Also okay, es wäre elegant, wenn ich das schaffen würde. Aber ich kann auch abwarten, bis es gefallen ist. So. Okay. Okay, okay, okay. Warten. Geht es wahrscheinlich hier lang oder gut, kommt darauf an, wie er mich anrempelt. Er wird das schon machen, hoffe ich. Wie willst du mich heute anrempeln, Tier? Was hast du heute Lust? Scheint halt noch gar keine Lust. Hallo. Hier bin ich. Kriegst einen Popo-Piekser, habe ich kein Problem damit. Habe ich ganz viele davon. So, ich glaube, das ist sauer. Held fällt! Ah, shit. Oh, wow, 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 wow! Okay, ich wollte eigentlich schön. Naja. Hat ja nicht wehgetan. Ja, alles cool, alles cool. Jetzt hier hoch. Wir sind es ja gar nicht mehr, wenn ich mir das mal so angucke. Eins noch. Und dann kommen wir vielleicht dahin. Und vielleicht ist da was super Tolles, was das Tier überhaupt nicht mag. Wir werden sehen. So. Mal wieder angepiekst, das Teil. Und jetzt wirst du mich zum Sturz bringen. Wow, wow, wow. Ich gehe am besten gleich darüber, dann tut's nicht weh. So. Okay, jetzt hier weiter. Okay. Zumindest sind wir ein bisschen sprungsicher in diesem Spiel, sonst wäre das ja ein bisschen blöd. Weiter geht's. Mann, der zieht sich auch ganz schön in die Länge, ne? Ich muss nur einmal runterfallen und das Ding killt mich. Das ist das Blöde. Das Fies an dem. Der lässt mich dann nicht mehr locker. Ihr habt ja gesehen, wie lange der Held dann einfach rumliegt. Und ich kann nichts machen. Das ist dann eigentlich der sichere Tod, wenn ich einmal bei ihm bin. Deswegen habe ich irgendwie mal Angst. Ja. Das Ganze. Oh! Okay, okay. Ah, ich soll vielleicht auf die Seite. Okay, alles cool. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich jetzt in diese goldene Mitte komme. Oh Gott, ich habe schon gedacht, ich schaffe den Sprung nicht. Hab Glück gehabt, so. Stopp, hier geht's nicht weiter. Jetzt bin ich zeitlich. Ja, ja, ja. Lass mir mal noch ein bisschen Zeit hier. Gucken, jetzt da hoch. Geht gar nicht. Warum nicht? Hallo? Hier muss noch eins hoch. Hä, er kann's nicht? Warum? Oder muss ich gleich da auf das nächste springen, da? Auf der anderen Seite. An diesen Stelzen da. Oh ne, ernsthaft? Ah, das kann ich nicht. Da bin ich nicht so gut drin. Mann. Oh ne, hopp. Geh noch eins hoch. So. Komm ich nicht hoch. Doch, es geht. Oh, jetzt bin ich aber erleichtert. Kann ich mich erstmal ausruhen.
Gut, als nächstes kann ich ja da hinspringen, das ist kein Problem. Aber ist hier noch was? In der Mitte? Nee, da komme ich nicht rein und ich komme auch nicht weiter hoch. Okay. Dann weiter im Text. Oh, schöner Sprung! Aber, naja, nicht ganz glanzvoll am Ende ausgeführt. Okay, Schwein, Wildschwein. Also ich weiß nicht, ich habe da irgendwie so Wildschwein eher in Verdacht, was das darstellen soll. Hi. Ah, ich soll es vielleicht auch treffen. Kuckuck, Kuckuck, ich denke, das reicht. Bereiten wir uns auf den Sturz vor. Oha, jetzt passiert was. Ja, super, ich mache alles kaputt. Held, geht's dir gut? Oh Gott, ich sehe nichts, wo bin ich? Steh sofort auf. Steh sofort auf, bevor das Ding kommt. Was soll ich, wo soll ich jetzt hin? Oh Gott, es ist schon da, oder? Oh Gott, nein, 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 nein. Oh Gott, da ist es. Oh nein, wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich gehe erstmal da durch, dann kannst du mir nichts tun. Tschüss. Haha. Hahaha. Du bist so dick. Okay, aber was bringt mir das jetzt? Ich könnte einfach gehen. Ich sag, ich mach dem Koloss einfach nicht. Das war vielleicht keine gute Idee, jetzt mich hier in diese. Ich schau mich mal um. Ich schau mich mal um. Ich könnte hier hoch. Es kann mir im Moment nicht folgen. Es sei denn, es springt gleich. Aber gut gesprungen ist es bisher noch nie, ne? Ist nicht so wie der eine Koloss. Also. Naja, mal sehen. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll jetzt. Kann ich hier hoch? Kann ich hier hoch noch weiter? Nein. Hier geht man nix. Hier geht auch nix. Das ist ja auch nochmal ein. Hä? Was mache ich hier eigentlich? Ist es da? Ah, es ist da! Ja, was machen wir denn jetzt mit dir? Was hat mir das Ganze jetzt gebracht? Das Ganze jetzt nochmal? Nee. Ich glaube, ich muss da nochmal hin, wo ich eben war. Jetzt sind wir hier wieder in dem alten Gebiet. Schön, dass ich auch kapiert habe. Hä? Warte mal, wir haben. Lass mich mal kurz denken. Ich muss. Es muss doch irgendeinen Sinn machen, was wir da vorhin gemacht haben. Und diese ganzen Einstürzen. Was bringt mir das jetzt für einen Vorteil? Komme ich jetzt irgendwo ran, wo ich vorhin nicht rankam? Wir sind da durch. Ich glaube. Oh, hey! Lass mich doch mal nachdenken. Wäre noch so eine Stelze. Was bringt mir das? Oh, ich habe gerade kein Peil, ey. Ich habe gerade null Ahnung. Ich muss den Weg nochmal ablaufen. Das geht ja eigentlich jetzt schnell, jetzt wo alles schon liegt. Da muss irgendwas sein. So. Da ist man auch so unter Hetze und Eile wegen dem Mistvieh und dann rafft man nicht, was man zu tun hat. Und da gibt es dann. Aber schaut mal, da ist noch eine Stelze, aber. Da komme ich nicht ran. Da war ich schon. Ah, ich weiß gerade gar nicht. Naja, mal schauen. Oh, ja. Okay. Ich gehe den ganzen blöden Weg einfach nochmal. So, solange ich nicht auf den Boden falle, ist ja alles bestens. Gut. Dann gucken wir uns das vor Ort einfach nochmal an, was da jetzt anders war. So, wir haben ja Zeit. Wir haben noch alle Zeit der Welt hier. Wir müssen nichts überstürzen. Okay. Da hoch, schnell. Bevor dich wieder zu Fall bringt. So, jetzt da. Wieder. So, da könnte ich es eigentlich abkürzen. Und jetzt muss ich mir das hier genau angucken, ob ich da jetzt. Boah, nervt nicht, ey. So, und jetzt würde ich gern darüber, ja. Das war ein schöner Sprung, der leider daneben ging. So, was ist hier jetzt? Ah, nein! Nein, nicht jetzt, bitte. Bitte, ich habe so lang jetzt. Das muss doch was bringen, dass ich hier mit dem Tier bin. Steh auf! Nein, jetzt geht die Kacke wieder los. Kann ich hier hoch? Ja, hier kann ich hoch, okay. Vielleicht geht's hier weiter. Ah! Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich denken, Lass mich regenerieren. Ich denke, hier bin ich sicher. Okay. Okay. Ich
könnte gehen. Ich könnte einfach gehen. Nee, aber vielleicht... Ah, ich will erstmal regenerieren. Vielleicht muss ich hier drauf und das alles hier zu Fall bringen. Und dann mal gucken. Ich muss ihm ja irgendwie auch mal einen Schaden machen. Das muss ich... Oder kann ich das schieben? Nee, schieben kann man in dem Spiel nicht, ne? Aber er könnte es halt runterrempeln vielleicht. Mal gucken. Ich warte jetzt absichtlich, wie gesagt. Aber wir sind ja gut in der Zeit. Von daher lassen wir uns die Zeit jetzt auch. Es ist wichtig, dass ich regeneriere, weil ihr habt gesehen, der zieht mir circa ein Viertel ab. Das ist ganz schön heftig. Ich werde erst versuchen, hier von oben mal zu pieksen, ob er dann wieder was kaputt macht. Und wenn nicht, dann gehe ich einfach mal da lang und gucke, was da geht. Und wenn das alles nicht funktioniert, vielleicht muss ich ja noch höher, vielleicht... Oh Gott. Da oben vielleicht irgendwas machen. Ich habe keine Ahnung. Naja. Eins nach dem anderen... Kann ich ja nicht hoch? Moment. Kann doch dahin. Und jetzt. Sprung dahin. Ja. Okay. So, wo ist es denn überhaupt? Vielleicht hat es auch schon gar keine Lust mehr auf mich. Hallo? Ja, das hat jetzt dadurch, dass ich regeneriert habe, ist es weg. Das will nimmer. Hm. Toll, muss ich jetzt wieder locken? Wo rennt's denn rum? Ist es jetzt wieder im alten Gebiet oder wie oder was? Hätte ich schneller machen müssen. Nö, sagt mir das doch einer. Oder überrascht mich gleich von da hinten. Kommt es dann angegoogelt. Ja, das ist jetzt doof. Aber vielleicht geht's hier auch gar nicht darum, das zu Sturz zu bringen. Aber es sähe halt so, es wird halt so aussehen, ne? Was ist er denn? Muss doch hier irgendwo rumschlappen. Schade, dass man nicht irgendwie rufen kann oder so. So wie das Pferd, ne? Oh, toll. Das war ja ein Satz mit X. Gut, dann gucke ich mich mal hier hinten um. Oh, Mann. Das war ja blöd. Aber gut, vielleicht ist das alles auch so beabsichtigt. Aber ich gehe doch jetzt einfach, ne? Das ist doch der Schluss. Ich kann doch jetzt nicht einfach gehen. Da habe ich angefangen, da... Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, da kommt dann die Stelle mit dem See. Oder? Was kommt hier jetzt? Ja, genau, die Stelle mit dem See und da kommt mein Pferd und alles. Also hier geht's raus. Okay. Wenn es hier nicht weitergeht und ich gucke jetzt nochmal, ob ich hier irgendwo noch hochkomme. Aber ich glaube ja nicht. Aber es scheint wirklich so, als müsste ich das Tier hierher locken. Da hinten sehe ich es. Wenn ich es nur einmal noch mit dem Pfeil erwischen könnte, damit es herkommt, dann müsste ich die ganze Prozedur nicht nochmal machen. Das wäre eigentlich, das wäre mir sehr lieb. Also komm, ja, es kommt nochmal, wie schön. So, okay, es hat mich eindeutig wahrgenommen. Bin ja beruhigt. So, ich will da hoch. Ich will eigentlich auf das schöne Protest und dann... Oh! So, jetzt hat es bestimmt Flausch. Oder? Flausch oder Kopfweh? Das sieht gut aus. So, aber nichtsdestotrotz... warte mal, erstmal auf das Schwert wechseln. Jetzt muss ich irgendwie noch auf das Ding drauf. Ist im Nahkampf ja immer noch so gefährlich. Oh, schaut mal, wie süß das jetzt aussieht. Okay, wie mache ich das jetzt? Eigentlich muss ich nur noch irgendwie auf ihn drauf. Aber wenn ich ihn jetzt anspringe von hier, ich weiß nicht, ob das klappt. Erstmal muss der herkommen. Ich traue mich nicht. Es traut sich ja auch gerade gar nicht. Guck mal. Ja, ich könnte ihn auch die ganze Zeit so pieksen, aber das wird langweilig. Ne, es traut sich hier nicht rumzurempeln und draufspringen kann ich nicht. Ich muss mir eine andere Stelle suchen. Und die ganze Zeit hier jetzt einen darauf zu machen, das wäre sehr... Ich weiß gar nicht, ob es geht, ne? Ob das mit der Zeit nicht einfach aufhört. Wir könnten es natürlich auch mal so machen, ich meine. Wie viele 100 Pfeile werden wir brauchen? Ich habe den Kolosso besiegt.
Vielleicht gibt es einen Erfolg. Töte einen Koloss nur mit Pfeilen. Also eindeutig ist ja seine Stelle da oben. Ich müsste jetzt wahrscheinlich nochmal woanders hin, damit er rempelt oder direkt unter mir steht. Und dann kann ich auf ihn drauf. Ich glaube, jetzt hat er keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich glaube, ich mache auch keinen Schaden mehr, oder? Kann das sein? Mal gucken. Irgendwann ist ja mal gut. Ne, ich kann ihn gar nicht mehr damagen mit Pfeilen. Ja, es geht nicht mehr. Oh Gott, das arme Tier schüttelt sich erstmal nach. Schon wieder diese Tierquälerei hier. Das ist ja schlimm. Okay, ich muss eine andere Stelle finden. Ich würde es vorschlagen, ich gehe erstmal da hoch. Es wartet ja förmlich drauf, mir weh zu tun, leider. Ja, super. Ach, es kommt nicht her, ne? Ich weiß genau, es bringt an der Stelle nichts. Super. Boah, es ist auf mich. Es lauert einfach. Finde ich gar nicht nett von dem Ding. Wenn ich vielleicht hier drauf springe, dann. Ja, super Sprung. Schnell weg. So. Wie schaut's aus? Wo bist du? Was machst du? Wie komme ich jetzt am besten auf die Strophe? Jetzt einfach, oder? Wow, wow, wow! Okay, das geht aber. Hey, jetzt liegt sie auf dem Boden. Oh Gott, das Ding. Das kann ja schon gar nichts mehr, Leute. Das tut mir ja schon voll leid. Ein Rempler und es liegt erstmal da eine halbe Minute. Genau. Okay, jetzt bin ich am Rücken. Man kann nur Mitleid haben mit den Geschöpfen, ehrlich. Auch wenn der jetzt einer der aggressiven Sorte war. Trotzdem voll das Mitleid. Aber mal wieder cool inszeniert. Sehr tricky mit dem ganzen Säulen-Umhau-Teilen. Das hat Spaß gemacht. Das war's mal wieder. So, diesmal haben diese Schatten keinen weiten Weg. Mensch, Leute, da waren es nur noch zwei. Das Ganze wird abgespeichert. Ja, war mal wieder ein kürzerer Part, wenn ich so auf die Uhr gucke. Aber diesmal haben wir uns auch nicht mit Blödsinn aufgehalten. Okay, ein Riese im Tal. Ein Speer aus einer verlassenen, kaputten Stadt. Klingt ja mal wieder interessant, was wir da das nächste Mal vorhaben. Jo, ich habe mir sie schon lange nicht mehr angeguckt. Da liegt sie. Sie sieht ja nicht unbedingt lebendiger aus wie am Anfang, aber gut, das wird eben erst der Fall sein, wenn wir noch zwei Kolosse getötet haben. Die Frage ist nur, leben dann wir selbst noch? Da habe ich ja mal so meine Zweifel, aber oh Mann, das wird was, Freunde. Gut, das nächste Mal dann sehen wir den zweitletzten Koloss bei Shadow of the Colossus.